Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Neon Abyss. Ein Kollege hat gerade geschrieben. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Scheint auch wieder so ein Pixelteil zu sein. Wurde mir nämlich zur Verfügung gestellt. Also ich wurde gefragt, ob ich das mal anzocken will. Und dann habe ich gesagt, klar. Zwei ist springen.
vorsichtig mit den Granaten, ey. John Wick Verschnitt. Yeah.
Arbeit muss das doch auch zu tun haben, da mit dem. Was da stand da? In grün. Nicht meine Musik. Thank you.
Gerade mal sehen. Mal anders oder was? Ach so, na gut. Alles klar, habe ich meine Granaten für geopfert. Oh, nicht der schon wieder. Das ging jetzt ganz gut. Wie soll ich denn die Summe aufbringen?
wird hier Jump'n'Run heute, ey. Ich fange auch immer wieder von vorne an. Also das ist was mich nervt am Spiel. Die Levels werden hier jedes Mal... Nee, hier waren wir schon. Lassen wir das mal sein. Ja. Was soll ich da großartig sagen? Man fängt halt immer wieder von vorne an. Das macht es halt auf eine Art schwieriger, als wenn man so durchspielt, logischerweise. Ist Pixelgrafik. Steuerung ist gut. An sich nicht schlecht gemacht, aber... Wenn man immer wieder von vorne anfängt, das ist echt ein bisschen nervig. Also das ist wirklich ein bisschen nervig. So, dann soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich lade so, wie ich sie gezockt habe, in 4K hoch. Ohne HDR. HDR hat es nämlich nicht. Ich habe extra nochmal auf dem Bildschirm geguckt, ob HDR an ist. Nein, ist nicht. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel, beim nächsten angezockt oder so. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.